Wir machen heute köstliche Florentiner und wenn du Mandeln magst, dann wirst du diese Plätzchen lieben. Hi, ich bin Lara von Einfach Backen und wie dir die Florentiner perfekt gelingen, das zeige ich dir jetzt. Wir starten und zwar wird einmal der Zucker mit dem Honig, der Butter und der Sahne in einem Topf erhitzt und das Ganze so circa 5 Minuten köcheln gelassen. Dieser Schritt ist besonders wichtig, denn hier löst sich zum einen natürlich alles auf, also der Zucker und die Butter, und es entsteht das richtig schöne Karamellaroma. Wenn sich alles schön aufgelöst hat, kommen jetzt die Mandelblättchen und die gemahlenen Mandeln dazu und dann gut verrühren. In die Mandelmasse könnte man jetzt natürlich auch noch kandierte Früchte machen. Da gibt es nämlich auch einige Rezepte dazu. Meine Mutter macht Florentiner immer mit einem Keks in der Mitte. Also, du siehst, es gibt total viele Varianten. Wie kennst du denn Florentiner? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Während die Masse auf dem Herd stand, habe ich den Ofen schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und ein Blech mit einem Backpapier vorbereitet. Jetzt nehme ich zwei kleine Löffel zum Einsatz und mache aus dieser Mandelmasse kleine Häufchen. Ganz wichtig hierbei, ein bisschen Abstand lassen zueinander, weil die laufen jetzt nämlich noch so ein bisschen auseinander, damit das jetzt nicht am Ende ein großer Klumpen ist. Jetzt kommt die erste Fuhre schon mal in den vorgeheizten Ofen, so circa 15 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Ich habe unsere Florentiner mittlerweile aus dem Ofen geholt und die verlaufen beim Backen immer so ein bisschen, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Einfach zwei Esslöffel nehmen und alles ein bisschen zusammenschieben. Und während die jetzt auskühlen, schmelze ich schon mal unsere Kuvertüre. Jetzt nur noch die abgekühlten Florentiner mit Schokolade bestreichen und trocknen lassen. Unten schokoladig und auf der anderen Seite schön knusprig. Und mit der wunderbaren Karamellnote. Die perfekten Florentiner für mich. Das Rezept findest du natürlich wie immer als Link in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann ploppt es auch schon auf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, du bist ja immer noch da. Glück gehabt. Ich habe jetzt nämlich einen ganz heißen Tipp für dich. Vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Es gibt nämlich das Einfach-Backen-Backbuch mit den 150 Lieblingsrezepten. Den Link dazu findest du ganz einfach hier oben. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren. Und wenn du gleich weitergucken möchtest, findest du hier eine kleine Auswahl. Viel Spaß!